erstmal hier drin. Eigentlich schon wieder so eine Wunschmünze bekommen. Nee, okay, diesmal nicht. Ja. Ja, dann haben wir eigentlich fast alles gemacht hier auf der Insel. Das Einzige, was noch fehlt, ist das mit der Lilie hier, also mit diesem Gegenmittel für Stadthaus 1. Und, ich sehe gerade, wir waren hier hinten noch gar nicht. Okay, können wir mal kurz hinlaufen. Und, ja, dann müssen wir dann in dieses... Ja, eine Krypta ist es ja nicht, ne? Das ist also auf jeden Fall da, wo die Golems sind. Ich hoffe, wir haben jetzt genug Power, um die auch platt zu machen. So, ist aber jetzt nicht wirklich irgendwas. Haha! Kaum habt ihr die Gasse betreten, da tauchen aus den Schatten der Häuser mehrere dunkle Gestalten auf. Einer der Banditen fuchtelt mit einem langen Messer und meint ziemlich gelangweilt: Geld oder Leben? Ohne eure Entscheidung abzuwarten, greift die Bande euch an. Jo, dann komm mal her, Kollege. Ja, ihr seid ganz schön mutig hier, ne? Mich hier anzugreifen. Selbst der Nell, wenn er haut drauf, plötsch. Naja. Ja komm, die Runde dürfte haben und dann jetzt. Jetzt geben wir Gas. So macht das Kämpfen doch richtig Spaß, oder? Und weg. 33 Erfahrungspunkte, immerhin. Ganz normales Leben. Ja, ne? Ach, warte mal, ist das hier die Stelle? Das Schild schimmert an einem seltsamen Blau und der Text lautet: Carsten war hier. Also hier müsste man dann Netzrax oder Carstens Stab dann benutzen und würde dann ins Talion-Büro kommen. Hier noch irgendwas. Ja, ein Fass. Aber ich glaube, hier ist immer nur irgendein giftiges Zeug drin. Ja, aber jetzt denke ich, müssten wir eigentlich auch überall gewesen sein. Ja. Ja. Dann gibt es jetzt wirklich nur noch für uns eins. Und das ist dann da oben. Quelle des Lebens ist es ja, wo wir hin müssen. Ja, die war irgendwo rechts auf jeden Fall. Aber auch relativ weit oben. Na, irgendwo hier. Ja, da ist die Quelle. Da müssen wir dann nur irgendwie hinkommen. Weil wir jetzt mit der Selena hier rumlaufen, ne? Die muss da nochmal angehustet werden vor den Golems und dann ist sie weg. Hallo? Hallo? Ist der ein Eingang? Hallo? Ja, da sind wir. Einmal speichern. Und auf jeden Fall schlafen. Ja, wir sind noch schon müde. Dann gönnt euch mal die Ruhe. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie groß was mit denen machen können. Ne? Also, zauberungstechnisch. So war das hier gar nicht. Doch, das war.
war doch hier, oder nicht? Waren hier nicht irgendwelche Golems? Oder sind wir hier noch gar nicht gewesen? Hatte ich nicht gespeichert? Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher. Wobei doch eigentlich... Oder müssen wir hier irgendwas machen? Durch die Kerzen angeleuchtet, erstrahlt Galas Statue nun einen goldenen Schein. Du hast beinahe das Gefühl, als würde dir das wunderschöne Gesicht zulächeln. Das heißt, wir haben aber auch schon alles, hier alles angezündet da, ne? Sind dann hier die Golems oder was? Ja, das steht da. Nicht so gut. Vor allem, wenn es zwei sind. Ja, wir müssen es versuchen. Ne, wir müssen ja durchgehen, ne? Plötzlich sagt eine körperlose Stimme, zeigt, dass ihr würdig seid. Bei diesen Worten kommen auf einmal Leben die beiden gefrorenen, großen Steinstatuen, sie greifen euch an. Ja. Das wird nicht einfach. Ich denke mal, wir können, also schlafen können die, glaube ich, aber pff, das jetzt was bringt. Weil wir greifen ja die ganze Zeit an. 15 und nochmal 15. Mhm. Boah, mal eben 21. 19. Leute. Nicht so cool. Der kann den magischen Schutz durchdringen, ja. Boah, die hauen aber auch drauf hier. Selena, du hast eh nichts zu tun. Heiltrank Insider. Nee, macht wieder Erdrutsch. Ach. Ja, die sind definitiv nur relativ heftig. Nennen schnell winden. Und keiner trifft in der Runde, gar keiner. Naja, zumindest schafft das diesmal. 12 und 10, ja. Also der Linke hier, der hat auf jeden Fall schon mal, weiß nicht, so 20 Trefferpunkte mehr einstecken müssen als hier der Rechte. Ja, jetzt ist hier... Boah. Boah, wie hauen die denn drauf, ey? Ja, super. Dann jetzt nur noch einer. Den kriegen wir. So, komm rüber. Schön auf konzentrieren jetzt. Wobei, mir fällt gerade ein, wir können Selena ja mal die andere Wurfsichel geben.
oder? Geht das für Diebe? Na, geht natürlich nicht. Dann wäre die Selena nämlich für irgendwas da. Ja, ihr merkt schon, ich bin da jetzt nicht so der Fan von. Boah, wenn dann jetzt nochmal zwei da sind, ne? Boah, das ist sehr heftig. Und weg. 100 Erfahrungspunkte. Gehen ganz viele Steine, ja. Na, Selena steigt natürlich sofort auf. Boah, ich hoffe wirklich, dass das nicht, dass da nicht noch einer ist. Nee. Oh, Glück gehabt. Richtig, richtig Glück gehabt. Uiuiuiuiui. Das ist schon ziemlich heavy. Aber wir sehen, die sind scheinbar doch auch machbar. Ich hoffe, jetzt sind nicht noch überall an jeder Ecke irgendwelche. Was ist das? Okay. Mhm. Ich glaube, das gibt uns irgendwas. Vor euch befindet sich eine seltsame pulsierende Lichterscheinung. Soll Insider sie berühren? Das merkwürdige Licht verschwindet und Insider macht einen wesentlich intelligenteren Eindruck als vorher. Sehr schön. Dann will ich aber sagen, Intelligenz, das ist was für Nelvin. Sehr schön. So. Nein! Das ist doch schon wieder so einer. Warum? Ich will dem doch gar nichts tun, aber dann soll er mir auch nichts tun. Ja, klar. Was ist das? Granitgolem. Aber sonst geht's gut, oder was? Mein Gut, ist jetzt nur einer, aber nur ist hier auch so eine Sache. Also Windteufel? Ist das das, was so viel abzieht? Ja, 8. Nee, definitiv nicht. Oh! Ist klar, ist klar. Ja, Furcht wird wahrscheinlich nicht wirken bei denen. Boah, alter Schwede. Ja, Steinschlag auf einen Granitgolem. Ja, geht auch nicht. Ich will gar nicht wissen, wie viel der dann hat. Ja, zumindest 13. Hm. Haut aber auch drauf hier, das gibt's doch gar nicht. Das kann erstmal alles die Selena machen. Was ist ein Quatsch? Benutzen sollst du das. Ja, die ist natürlich schnell dran, ne? Ist eine Diebin und da muss man auch geschickt sein. Ja, zumindest 14. Ah, das war schon, sehr gut. 125 Erfahrungspunkte. Und was? Galastein? Okay. Hm.
Ja, mehr ist ja auch nicht. Wobei weiß man natürlich nie. Weil das ist. Ah, mal guck, hier unten geht's lang. Ja, wirklich hier durch kann man nicht. Ich guck mal, ob vielleicht eine Wand hier noch durchgängig ist. Nee, ist sie nicht. Links sind wir, glaube ich, an der Außenwand, ne? Nee, sind wir auch nicht. Ich muss leider wirklich alles abgehen, ne? Ja. Ein paar Golems haben wir ja schon gehabt hier. Hier werden noch mehr Golems sein. Hey, da und hier auch noch mal einer. Ja, dann müssen wir durch. Auf geht's. Wenn wir den hier schlafen lassen, dann können wir uns in Ruhe auf einen konzentrieren. Das wäre, glaube ich, echt besser. Oh, die hauen wieder drauf. Ja, der schläft. Nein! Und Installer haut jetzt drauf. Nein! Das war nicht so clever. Müssen wir nochmal einschlafen lassen. Ja, jetzt geht's aber. Ich glaube, das ist eine gute Taktik. Boah, der haut auch schon wieder drauf. Ne? Nein! Ja, weißt du, jetzt zieht sie dem auch was ab. Es ist ja unfassbar. Ach, wie dumm. So dumm. Mist. Haben wir ihn dreimal schlafen lassen. Naja, gut. Ja, sehr gut.
Dann haben wir jetzt nur noch einen, um den wir uns kümmern müssen. Reicht aber auch vollkommen. Ach, guck mal, der Nöbel. Ja, 15 ist sehr gut. Sehr gut. Ja, zur Sicherheit sollten wir den mal heilen. Ich sehe hier natürlich sowas von gar nicht. Ah, guck mal, der Nelvin, der macht das mal eben. Ja. War ständig schön symmetrisch, oder? Das hinter uns wird wieder so. Whatever sein. Tja, wir müssen gucken. Was tut das? Insta gerafft nach dem Licht, doch es löst sich einfach auf. Den Gefährten kommt es danach vor, als sei die Persönlichkeit von Insta irgendwie reifer geworden. Persönlichkeit wird dann Charisma sein. Und Charisma sollte auch Nelvin nehmen. Ja, da steht er schon wieder. Ach, ich speichere nochmal. Nein, nicht laden. Ach doch, welchen Spielstand speichern? So.